Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem weiteren Video. Ich bin zwar ein sehr kleiner YouTuber und bringe sehr selten Content, aber gebe trotzdem sehr gerne mein ganzes Geld für Equipment aus. Das ist diesen Monat wieder passiert. Tatsächlich wurden es dann zuerst 2 Stück von diesen RGB-Strahlern, diese Flutlichter. Das Ding ist aber, die schicke ich wieder zurück, denn wie man hier erkennen kann, die Dinger sind mit App steuerbar. Und sonst hat man keine Möglichkeit, dieses Licht zu steuern, außer durch diese App. Wäre auch alles ganz okay, wenn die App funktionieren würde. Ich habe wirklich 30 Minuten hier gesessen und versucht, beide Lichter mit der App zu verbinden. Und es hat nicht funktioniert. Und danach war es mir relativ egal, ob ich jetzt aufstehen muss, um das Licht zu kontrollieren. Hauptsache, ich kann es kontrollieren. Und dann ist mir aufgefallen, dass Amazon gerade diese Oster-Sales hat. Und da war etwas ganz Tolles im Angebot. Nämlich das hier. Das Ulanzi VL49 RGB-Licht. Also ich habe mir 2 von den Pocket-Lichtern bestellt. War im Umkehrschluss ein bisschen teurer als die Flutlichter, weil die gerade im Angebot waren 25 Euro pro. Sonst kosten die 30. Und tatsächlich könnte ich diese Szene hier gerade gar nicht ausleuchten ohne so ein Ding. Weil neben meinem großen Keylight, was ich hier stehen habe, neben dem hier, habe ich tatsächlich noch ein Licht im Gebrauch. Nämlich genau das hier. Nämlich auf der Seite. So wird es ohne das aussehen. Und so sieht es mit dem Licht aus. In der Box kommt halt das Licht in so einer Plastikverpackung. Ein USB-C-Kabel, was fucking mickrig ist. What the fuck? Wie kurz wollt ihr das Kabel haben? Firma Doppelpunkt ja. Aber kein Micro-USB, sondern USB-C. Und natürlich noch eine Bedienungsanleitung. Es ist halt ein B-Color und RGB-Licht. Das heißt, es hat nicht nur RGB, sondern auch kaltweiß und warmweißlich. Also von 2500K bis 9000K. Das Ding hat einen 2000 mAh Akku und soll innerhalb von 2 Stunden von 0 auf 100 wieder aufgeladen werden. Und jetzt kommt ein Feature, was ich gerade für den Preis nicht erwartet hätte. Nämlich, man kann es benutzen, während es lädt. Und hier für 25 bzw. 30 Euro einfach diese Funktion dabei zu haben, ist mega nice. Ich könnte jetzt kein Video aufnehmen, wenn meine Leuchte zum Beispiel diese Funktion nicht hätte, weil die ist eigentlich gerade leer. Jetzt kommt ein Feature, was ich liebe an diesem Licht. Das Ding ist magnetisch. Diese Funktion bietet einfach so viele Möglichkeiten, das irgendwo hin zu montieren. Und es hat an fucking jeder Seite so einen Hotshoe-Mount. Wenn ich jetzt da einfach mal hergehe und mir aus meinen Sachen so ein bisschen was bastel, dann kann ich jetzt mein Handy hier draufstecken, kann jetzt das Licht hier nehmen und reinstecken, festdrehen, anmachen. Und schon haben wir an unserem Handy so ein fucking Vlogging-Kit. Wenn ich jetzt noch so ein kleines Mikrofon hätte, dann könnte man das hier wie an der Kamera an der Seite reinstecken und dann hätte ich an meinem Handy Licht und Mikro dran, ohne irgendwie ein Cage haben zu müssen oder so. Das ist auch nice. In meinem Stream habe ich schon versucht, das Ding als Hairlight, Kickerlight, Rimlight, Whateverlight zu benutzen. Also praktisch das hier, was gerade die Sonne hinter mir macht. Diese schöne Outline da, beziehungsweise gerade ist die Outline eigentlich nur überbelichtet. Und das Ganze funktioniert auch wirklich gut. Da es gibt so ein schönes Hairlight. Und was ist natürlich die ich auch kann, weil es halt ein RGB-Licht ist, ist ein Shot voller Farben. Ich habe jetzt direkt hinter mir das lila Licht und hier hinter meinem Vorhang das blaue Licht. Ich kann natürlich auch noch meine Kamera ein bisschen heller einstellen, das Licht ein bisschen dunkler machen und dann sieht man die Farben schon viel mehr und intensiver als vorher. Was man damit auch machen kann, man kann damit zum Beispiel aber auch weiße Wände oder graue Wände farbig gestalten, weil weiße Wände oder halt zum Beispiel sowas wie eine graue Leinwand nehmen ziemlich gut Farben auf und können somit ja als farbige Backgrounds benutzt werden mit diesen Lichtern. Ein Manko gibt es da noch, nämlich ist es wirklich nicht so krass hell. Also wenn ihr sowas wie gerade im Hintergrund machen wollt, ist das völlig fein. Aber zum Beispiel diese Dinger hier, die ich halt wieder zurückschicke, die waren heller. Wenn ich jetzt einfach mal diese Szene hier mit einer von den Flutlichtern vergleiche, dann sieht man halt schon, dass die Flutlichter definitiv heller waren. Aber die Flutlichter, kannst du die nicht in die Hosentasche stecken, kannst du nicht unterwegs benutzen, kannst du nicht steuern und haben auch kein Weißlicht. Also zum Beispiel das, was ich hier gerade schon wieder mache, dieses weiße Licht wäre mit denen hier nicht möglich gewesen. Worauf man auch verzichten muss bei den Lichtern, ist natürlich diese ganzen Effekte, die normale Pocket Lights haben. Ich meine, es sind 25 Euro. Natürlich muss man Abstriche machen, wenn man statt 80 Euro, 100 Euro, 120 Euro, 25 zahlt. Ich habe euch das auf jeden Fall unten mal in der Videobeschreibung verlinkt. War mal ein bisschen anderes Video, aber ich mag so Technik-Videos, nur habe ich nie Technik, beziehungsweise so Technik halt zum Review. Deshalb hat sich das gerade ganz gut angeboten. Und ja, Leute, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann hat es euch gefallen. Und ja, Leute, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.